Kennen Sie das, dass einem vor irgendwas graust, aber man freut sich auch drauf? Kennen Sie gar nicht, gell? Schneller Beispiel. Ich freue mich zum Beispiel total darauf, dass mein Sohn heuer in die Schule kommt. Aber mir graust es so davor. Wirklich, vielleicht, weil ich halt immer meine eigene Schulzeit im Hinterkopf habe. Das ist Schulzeit zu meiner Zeit, mein Gott, das war kein Zuckerlecken. Da war man den Attacken vom Lehrer schutzlos ausgeliefert. Da, wenn der Lehrer gesagt hat, mei, ist mir heut fad, dann hat er da eine betoniert, verstehst du? Und dann ist es ihm wieder besser gegangen. Da hast du daheim auch nichts erzählt davon, gell? Weil wenn du da was gesagt hast, dann die Eltern gesagt, ja, wer ist das schon gebraucht haben, gell? Wumps, hast noch mal eine gekriegt, verstehst? Und da hast du ja nichts gehört, die Lehrer sagen dürfen. Da war der Lehrer Gott. Und heute, wenn der Herr Sohn einen Fünfer aus der Schule heimbringt, da kommen die Eltern gleich mit dem Rechtsanwalt angeschissen, verstehst? Weil das vom Lehrer Mobbing ist, wenn er dem Hundskrippi einen Fünfer gibt. Gell? Wo durch seine Banknachbarn einen Zweier gekriegt hat. Weil da sagt der Imageberater von dem Hundskrippe, das ist ganz schlecht für das Image von dem Hundskrippe, gell, weil wir steht er da in der Klasse mit so einem Fünfer. So ist es heute. Oder rechnen, rechnen. Früher hat eine Rechenaufgabe geheißen, sagen wir mal, so eine Textaufgabe. Ein Bauer in deiner Nachbarschaft erntet 15.000 Tonnen Kartoffeln. 7% davon sind verfault. Für 46%, die minderer Qualität sind, bekommt er nur 20 Pfennige pro Pfund. Für 13% bekommt er 50 Pfennige pro Kilo und für den Rest bekommt er 30 D-Mark pro Zentner. Wie viel hat er verdient? Und heute heißt die Rechenaufgabe, in deiner Nachbarschaft wohnt ein Bauer, tanze das Wort Kartoffel. Ja, Entschuldigung, wie soll ich da meinem Sohn bei der Hausaufgabe helfen? Ja, ich kann nicht tanzen, ich kann es nicht. Wirklich, nein, da hat sich schon viel getan in der Schule. Da hat sich einiges getan. Gell? Meine Eltern zum Beispiel, die haben das die ersten Jahre gar nicht mitgekriegt, dass ich in die Schule gegangen bin. Gell? Die haben gemeint, ich bin beim Spulen im Keller drunten. Gell? Ich meine, nicht, dass sie die nicht für mich interessiert hätten. Gell? Ich meine, gut, das heißt, natürlich haben sie sich nicht für mich interessiert, aber auf eine sehr interessierte Art und Weise. Ich habe mal in der Schule mal ein Gedicht auswendig lernen müssen. Gell? Und ich habe meinen Vater gefragt, ob er mich nicht abhören möchte, dass ich das Gedicht in der Schule dann halt auch gescheit kann. Das war so ein Gedicht, ich weiß nicht mehr, irgendwas mit Birnen und Haveland und Ribbeck und Zeig und Zauber. Und da hat mein Vater gesagt, ja, das ist ein kompletter Schwachsinn, das Gedicht. Und ihr kennt ein viel schöneres Gedicht. Und das soll ich lernen und am nächsten Tag in der Schule vortragen. Das habe ich dann gemacht. Gell? Es ist auch sehr gut angekommen. Gell? Ich bin da gestanden vor der Klasse und dann habe ich gesagt, Coco, das Affenweib von Lorenz Grünwald. Wer kennt Coco, das Affenweib? Ohne Arsch und Unterleib. Frisst Eidechsen und Schlangen und scheiß Telegrafenstangen. Ich finde, das ist ein super Gedicht, verstehst? Und von meinen Mitschülern, da hat es eine Standing Ovation gegeben, gell? Und ja, aber Standing Ovation von den Mitschülern und von meinem Lehrer hat es Nachsitting at Afternoon gegeben. Nein, es war schon wunderbare Schulzeit.